Die Abweichung vom Index ist etwas Schlechtes. Die Angelsachsen nennen das Tracking Error. Man sollte möglichst wenig vom Index abweichen, wenn man selber investiert oder wenn man einen Vermögensverwalter beurteilt, der in Aktien oder in andere Anlagen investiert. Das ist aber ein völliger Blödsinn. Und das Problem ist der Zeithorizont. Sie sehen das hier an diesem Beispiel. Wenn Sie die Abweichung vom Index, also den Tracking Error, beurteilen, dann verwenden Sie in der Regel eine relativ kurze Zeitspanne. Sie schauen auf das letzte Jahr und Sie prüfen, wie gut hat jetzt zum Beispiel der rote Asset oder die rote Strategie korreliert mit dem Index, den Sie hier sehen. Und wie gut hat die grüne Strategie korreliert mit dem Index. Dabei interessiert Sie dieses Jahr gar nicht. Sie sind interessiert an 30 Jahren, die Zukunft. Und niemand weiß, wo die Dinge hinführen. Aber was absolut klar ist, dass der Tracking Error im Jahr 2016 keine Rolle spielt im Jahr 2046. Das Wichtige ist, wenn man beurteilen möchte, ob eine Anlagestrategie funktioniert oder nicht, ist, was sind das für Assets? Wenn zum Beispiel der rote Asset Ölaktien sind und diese Ölaktien heute halt den Index dominieren, dann werden diese Ölaktien sehr viel mehr mit dem Index korrelieren als zum Beispiel Windenergie. Wenn man aber zum Schluss kommen darf, dass Windenergie über die nächsten 30 Jahre besser sein wird als Ölaktien, dann macht es überhaupt keinen Sinn, Windaktien nicht zu kaufen, nur weil sie in den letzten 12 Monaten einen schlechten Tracking Error haben. Und das ist extrem wichtig, denn es wird Ihnen immer wieder erzählt, Sie müssen Ihre Anlageperformance aufgrund der Abweichung vom Index beurteilen. Das ist aber purer Blödsinn, denn der Index interessiert Sie überhaupt nicht. Was Sie interessiert, ist die Anlageklassen, die Unternehmen, an die Sie glauben. Und ob die jetzt in den letzten 12 Monaten gerade mit dem Index sich bewegt haben oder ganz anders bewegt haben, ist eigentlich völlig egal. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem selber investieren.